Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind heute auf der österreichischen Seite des Brenners. Ihr habt es euch gewünscht und zwar hier in Gries am Brenner. Hinter mir ist der Bahnhof und wir sind hier an einem richtig geilen Spot. Ich zeige es euch, wir gehen hier noch ein bisschen herum und jetzt gibt es erstmal zwei Züge, die ich bei meiner Ankunft hier beim Herbereiten alle gesehen habe. Einmal eine Rola und die S-Bahn, die hinter mir am Bahnhof gerade eingefahren ist. Wir haben es jetzt 11:45 und los geht's mit dem Verkehr. Kleine Korrektur, wir haben es 10:45 und hier haben wir die S-Bahn stehen, von der ich gerade gesprochen habe. Und hier haben wir eben den Bahnhof, sorry fürs Wackeln. Hier geht es dann raus Richtung Innsbruck und das hier ist eben unser Spot, wenn wir Richtung Innsbruck schauen, Richtung Norden und Richtung Süden, Richtung Brenner. Das ist jetzt komisch Richtung Süden, aber es geht bergauf, weil wir noch vor dem Brenner sind, haben wir dieses wunderschöne Ding mit einer schönen Kurve. Man hat die Züge in einer Vorwarnzeit, also man hört sie, die Schienen und alles. Danach werden wir auch probieren, da hoch irgendwo zu gehen. Leider sind die Ansagen am Bahnhof sehr, sehr leise, deshalb hört man die nicht bis hierher, weil der Bahnsteig ja neben uns ist quasi. In Italien gäbe es manche Bahnsteige, da wird man es hören, zumindest den Gongton, weil der ziemlich prägnant ist, der neue von der ÖBB ja auch. Hier in Österreich haben wir zudem dann auch noch die Rola, stündlich pro Richtung, rein theoretisch zweimal, ich habe sie jetzt nur einmal gesehen, aber naja. Und aber immerhin, weil diese eine Rola pro Stunde, die macht auch schon extrem viel aus. Wow! Das ist die 186. Gut, die hinteren Zahlen weiß ich gerade nicht auswendig. Ich dachte, ich weiß sie. Aber die Werbelok, und die ist wunderschön. Ich liebe dieses Ding. Und die ist in letzter Zeit immer wieder bei uns. Richtig cool. Dahinter hatte die eine Railpool 186 sitzen. Schön, dass die an erster Stelle war. Ey, hier diese Steigung. Sieht man die? Das geht hier runter. Man sieht hier alles durchbiegen. Krass. Übrigens, hier dahinter befindet sich dann bald die St. Jodoker Kurve, falls ihr die kennt. Da waren wir nämlich auch schon ein paar Mal. So, das sind die beiden Lokomotiven, die ich vorhin an den Güterzug in Steinach gesehen habe. Die fahren jetzt schon wieder zurück. Da wurden italienische Loks vorgespannt am Brenner und deshalb fahren die jetzt eben wieder Richtung Innsbruck, Richtung Wörgl oder sonst was. Und ich habe mich gerade selbst mit meiner Aussage, es ist 12 Uhr, so verwirrt, obwohl es erst 11 Uhr ist, dass ich selbst gedacht habe, dass es 12 Uhr ist und die Eurocities vor 12 Uhr angesagt habe und dachte, dass jetzt 12 Uhr ist. Also die kommen erst in einer Stunde, die beiden Eurocities. Eben wegen Systemwechsel auf dem Brenner haben wir hier so viele Lokzüge. Die meisten Loks, die von Österreich hier hochkommen, die haben meistens nur eine bzw. keine Lok, die mehr systemfähig ist. Und deshalb fahren die nur bis zum Brenner. Am Brenner wird dann Lok gewechselt und dann geht es wieder runter, um einen Zug wieder hoch zu machen. Oder sie kommen halt auf dem Brenner oben auf einen Güterzug drauf und machen dann den Güterzug runter. Aber hier gibt es viel, viel mehr Lokzüge, eben weil das viel öfter der Fall ist. Ich weiß auch nicht warum. Es werden auch oft mehr Systemlokomotiven am Brenner oben weggemacht, auch wenn sie nach Italien könnten. Ich habe absolut keine Ahnung, warum das passiert. Falls es einer von euch weiß, könnt ihr mir da gerne irgendwie Bescheid geben. Auf jeden Fall habe ich vorhin auch schon einen Güterzug mit Unterstützerlok hinten gesehen. Vielleicht sehen wir so einen nochmal, weil die wäre sehr interessant euch zu zeigen. So, jetzt muss jeden Moment der Regio kommen. Aber der Güter macht's vor.
So, der hat gerade die Fernlichter angemacht. Ich weiß nicht, weil er mich gesehen hat oder weil er wieder auf der Strecke ist oder keine Ahnung. Startet jetzt auf jeden Fall der Regio Richtung Brenner. So, das war jetzt eine doppelte 189 von RTC Rail Traction Company. Richtig schön, alle beide in der gleichen Lackierung, gleiche Lok. So, was haben wir denn da Schönes? Ist das etwa eine Rola? Das müsste rein theoretisch aus der Gegenrichtung auch etwas kommen. Und zwar ein Regio. Super schön. Richtung Brenner. Und die sehen wir dann später wieder zurückkommen. Und da ist er, Regio vom Brenner nach Hochfilzen über Innsbruck, Wörgl. So, mir ist jetzt nur meine zweite Kamera ausgegangen. Ich wollte euch diese Sicht hier auf dem Bahnhof aber nicht wegnehmen. Ich hätte euch eigentlich auch nur gekönnte Kamera mitdrehen, aber naja. Ich nehme euch das gerade mit meiner Fotokamera auf, mit einem schönen Zoom auf dem Bahnhof. Da steht jetzt die S-Bahn. Es sieht einfach nur geil aus. Und so sieht das übrigens aus, wenn ich das mit meiner kleinen, neueren Kamera, also mit meiner Sony, aufnehme. Es ist alles nicht ganz so scharf, eben wegen dem digitalen Zoom. Der digitale Zoom geht bis hier circa. Ab hier ist es dann ein analoger Zoom mit dem Objektiv vorne. Und ab der Brennweite 36 bzw. 50, ich weiß jetzt nicht, ja, ab bis 50. Und ab 50 ist es dann eben digital gerechnete Brennweite, also ein digital gerechneter Zoom. Und deshalb ist es hier so ein bisschen pixelig. EuroCity von München nach Bologna in einer Viertelstunde, halbe Stunde, wenn er nicht Verspätung hat, kommt der Gegenzug. Und jetzt schauen wir, was noch so kommt. Ihr habt gerade gesehen mit der Fotokamera, also mit der richtig großen Brennweite, wie das alles geht mit dem Zoom. Sieht richtig geil aus, shaket leider nur ein bisschen, weil ich ein bisschen wenig ruhig halten kann. Ich muss die mal aufs Stativ rauf tun. Und dann schauen wir, wie das da aussieht. So, ich habe jetzt die Kamera hier auf Stativ, die große. Ihr seht es, hier haben wir einen TXL. Die habe ich heute Morgen, glaube ich, schon gesehen. Ja. Das richtige Scharfstellen wäre auch gut. So, ihr hört mich jetzt eben mit den
Mikrofon der Kamera. Oh, schön. Stimmt, der war ja auf dem Gegengleis. Habe ich nicht gemerkt, weil ich es mich wieder mal nicht gewohnt bin. So, jetzt hört ihr den Autofokus. Na gut, so laut hört man den nicht. Also heute geht bei mir filmtechnisch gefühlt alles schief. Ich habe die halben Akkus bzw. Aufladekabel nicht dabei. Mein Handy ist auch auf 30%, also nicht mehr so viel. Ja, ich habe mein Ansteckmikro nicht mit. Heißt, ich habe nur das interne von der Kamera. Und wenn ich das von der hier nehme, dann ist halt auch blöd, weil das ist nicht so geil. Und ich habe eben kein Mikro mit, was ich auf der Kamera drauf tun kann. Heißt, ich muss jetzt immer, wenn ich euch nur eine Perspektive zeigen will mit der großen Kamera, aber wenn ich die jetzt aufs Stativ rauf tue, muss ich immer die Kamera mitlaufen lassen für den Ton. Ey, das nächste Mal muss ich ein bisschen mehr überlegen, was ich einpacke und was nicht. Aber kann ja niemand wissen, dass ich so viel plane. Rucksack ist sowieso voll gewesen. Ich habe ja die kleine Kamera noch mitgehabt. Beziehungsweise die hat ja jetzt den Akku leer, eben weil ich den zweiten Akku davon vergessen habe. Und auch zu Hause vergessen habe, die aufzuladen. Und den Aufladekabel natürlich auch vergessen habe. Übrigens haben wir hier einen Stundentakt. Heißt, jedes Mal, wenn ihr eine S-Bahn Richtung Brenner seht, ist die darauffolgende S-Bahn Richtung Brenner eine Stunde später. Nur damit ihr ein bisschen Zeitgefühl in dem Video habt. Ja, und hier sehen wir es jetzt wieder im Bahnhof. Super schön. Wow, also ich wundere mich, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, mit dieser Kamera etwas zu machen, videotechnisch. So, und da unten haben wir jetzt schon die nächste S-Bahn. Ihr seht die jetzt noch mit der großen Kamera. Und danach werde ich mal mich ein bisschen weiter bewegen, weil wir hier dann, denke ich, sehr viel gesehen haben. Gerade haben wir den Güterzug mit zwei Vectrons gesehen. Auch sehr schön. ÖBB, DB und Mercitalia Rail, schönes Makro. So, und jetzt haben wir hier den Regio Richtung Brenner. So, der wievielte ist das jetzt? Einen haben wir hier gesehen und das ist jetzt schon der zweite und mit dem dritten bin ich hergekommen. Also bin ich schon 3 Stunden hier. Stimmt das? Ja, müsste hinkommen. Es ist jetzt 20 nach 12, um 20 nach 10 war ich hier. Jawohl. Müssen wir eigentlich auch bald mal den Eurocity haben, der was vom Brenner runter Richtung Österreich fährt. Also für meinen Geschmack ist diese Kurve echt ein bisschen laut. Also es ist gut, dass die Güterzüge hier zum Beispiel nicht so schnell fahren. Der Eurocity fährt jetzt schnell, weil er Verspätung hat. Aber dafür ist die Kurve umso lauter. Auch bei dem Güterzug vorhin. Die Kurve endlos laut. Vor allem, weil man hier in der Kurve drinnen steht. So, ich montiere wieder eure Kamera hier drauf und wir gehen 2-3 Stücke weiter. Mir fällt gerade auf, ich habe euch heute noch sehr wenig von unserer tollen Landschaft hier gezeigt. Hier haben wir einmal eine Brücke. Eine Autobahnbrücke, die überquert hier gleich mal das Dörfchen und geht dann weiter Richtung Innsbruck bzw. Brenner. Im Hintergrund haben wir einen Berg voller Schnee. Auch schön, hatten wir auch länger nicht mehr. Beziehungsweise hatten wir im vorletzten Block, ups, da waren wir ja hier am Brenner und es hat geschneit, geschnieben, geschniet. Es wurde bewegt. Wir sind weitergegangen in Richtung Brenner. Innsbruck ist in diese Richtung. Hier um die Kurve geht es dann
zum Bahnhof. Hier in der Kurve standen wir gerade eben. Hier sehen wir jetzt leider nicht so gut, aber dafür haben wir eine bessere Sicht. What the fuck wollte ich gerade sagen? Hier haben wir leider keine so weite Voraussicht, wollte ich sagen. Vor allem was Richtung Brenner angeht. Wir können auch auf die andere Seite rüber, aber dann haben wir halt diese Seite nicht mehr. Deshalb warte ich kurz auf dieser Seite und wir gucken einfach ein bisschen, was uns erwartet und was nicht. So, der Zugverkehr lässt ein bisschen nach, die Sonne blendet und von mir aus könnte jetzt auch mal wieder eine Rola kommen. Ich bin nicht mal gespannt. Sonderlackierungen, habe ich vorhin vergessen zu sagen, auf dem Eurocity Richtung Süden war eine drauf, eine Nightjet und die kann ich euch hier mal einblenden. Habe ich in Steinach am Bahnhof gesehen und ansonsten nicht mehr. Es ist leider auch nichts gemeldet. So, wir haben wieder etwas aus Richtung Brenner. Teufelslok, das war die 189666, meine Güte. Dafür liebe ich Österreich. Meine Güte, da haben wir meine Rola. Was ist da passiert? Parallelabfahrt, Parallelrunterfahrt. Meine Güte. Wow. Oh mein Gott. Ich habe eine kleine Vermutung, wie das passiert ist. Und zwar hat die Rola auf der Fahrt Richtung Innsbruck auf dem Brenner das Terminal auf dem linken Gleis. Heißt hier runterwärts auf dem Gleis, wo sie auch war. Und vom Brenner losfahrend Fahrt Richtung Innsbruck ist das rechte Gleis. Jetzt kann es sein, dass sie den Güterzug aufs rechte Gleis, auf dem Richtungsgleis vom Brenner losgeschickt haben. Und das Terminal von der Rola ist ja nach dem Bahnhof Brenner in Richtung Innsbruck. Das heißt, sie könnten die Rola gleichzeitig vom Terminal losgeschickt haben auf dem linken Gleis. Und deshalb sind die hier zusammen und die Rola überholt vielleicht oder wird irgendwo ausgesetzt und fährt dann wieder aufs rechte Richtungsgleis und macht dann Platz für die S-Bahn, denn die müsste ja in 20 Minuten kommen. So, es hätte ja nicht alles nach Plan laufen dürfen. Das geht ja nicht bei uns. Jetzt haben wir Probleme, nämlich auf der Bahnlinie bei Bozen. Wir haben da ja diese Engstelle, die ich sogar im letzten Vlog thematisiert habe. Vom Viergel, wenn man Bozen Richtung Süden ausfährt. Und da gibt es so oft Steinschlag. Und genau das haben wir jetzt. Ich denke mal, es wird nicht allzu lange dauern, da es nur Steinschlag ist und es ist kein Zug direkt betroffen. Es ist einfach nur Steinschlag auf die Linie gelandet. Ich vermute mal, es werden da Aufräumarbeiten gestartet und dann geht das wieder voran. Der Eurocity aus Richtung Verona, Richtung München hat schon Verspätung. Der ist in Brandzoll stehen geblieben, fährt nicht weiter seit einer halben Stunde. Und das wird jetzt auch mit unseren lieben Güterzügen passieren. Das war jetzt wunderschön. Ich habe natürlich nicht aufgepasst und mir gemerkt, welche Lok die erste Lok war, beziehungsweise die zweite. Die erste war nämlich die neue Brenner-Lok, die 774. Ich glaube schon. Und jetzt warten wir noch auf dem Regio auf der Seite hier. Der kommt nämlich Richtung Brenner in 10 Minuten und danach gehen wir auf die andere Seite rüber looten. Und vielleicht auch mal oben rüber, weil hier ist so ein Übergang. Und von da aus kann man auch sicher super auf die Bahnlinie gucken. Halt frisch in meinem Bild stehen. Das war jetzt Rail Fanatics MRCE und die Offroad
alle drei hatten den Stromabnehmer oben. Von dem her vermute ich, dass die das wohl brauchen. Drei Lokomotiven. Sehr schön. Natürlich die Offroad, die interessanteste an hinterster Stelle. Eigentlich habe ich aufgenommen, weil der Regio jeden Moment kommen sollte. Also wirklich jeden Moment, wenn der, also der ist in Verspätung, weil er jetzt noch nicht da ist. Das ist jetzt wieder eine Rola gewesen. Wie gesagt, die Rola ein-, zweimal die Stunde. Und ihr müsst denken, wären wir auf der italienischen Seite, hätten wir diese nicht, weil die fahren nur bis zum Brenner. Deshalb ist hier eigentlich recht geil, dass man hier diese Rolas hat. Sind toll. Da haben wir's. Da ist die Schieberlok dran. Eine Raypool 186. So, jetzt habe ich nur eine Kamera am Laufen. Ihr seht jetzt nur diese Perspektive. Aber hier haben wir den Eurocity Richtung Bologna. Das ist der Eurocity Richtung Venedig sogar und nicht nur Bologna. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder die große Kamera angeschmissen in die Richtung. Da war vorne die Italienflagge drauf an dem Eurocity. Leider nicht so gut gesehen, weil es hier vorne noch überbelichtet war, die Kamera. Die ist eben auf da hinten eingestellt. Boah, sieht das geil aus. Also das ist auch wieder mal mein Glück. Genau in dem Moment, wo ich die Kamera ausschalte, weil ich mir denke, es kommt eh nichts, kommt was. What the fuck? Das war er ja, der Lokzug, auf den ich gewartet habe. Es gibt schönere Lokomotiven, aber ja, zumindest kam etwas. Ich meine, positiv sehen und jetzt kommt der Regio. Also anscheinend mache ich heute irgendwas falsch mit Aufnehmen, beziehungsweise mit meinen Akkus. Das nächste Mal muss ich einfach für alles noch Powerbanks dazu, beziehungsweise die Auflademodule dazu mitnehmen, weil ich die natürlich alle nicht mit habe, weil ich dachte, drei Akkus pro Gerät reichen, aber anscheinend nicht. Ich habe jetzt zwei Akkus in die Kamera reingeballert und bin kurz davor, den dritten Akku reinzuballern. Ich habe jetzt zwei Akkus komplett aufgebraucht bei der. Normalerweise braucht die nicht so viel, aber ich glaube einfach, weil ich die ganze Zeit laufen habe nebenbei, dass falls ein Zug kommt, dass ich die schnell aufnehmen kann. Also noch mehr widersprechen wie ich kann man nicht. Es kommt nichts, die ganze Zeit rumjammern und dann kommt was. Das ist ja geil. So, das ist jetzt eine MRGE 189 und dahinter hat sie noch was dran.
Das war jetzt die Rola in Richtung Brenner. Sehr schön, wie die ersten paar Wagen alle leer waren. Und ich habe eigentlich aufgenommen für den Eurocity. Der sollte nämlich kommen, der ist auf dem Scotty, also auf der ÖBB Scotty Melde-App, als vom Brenner abgefahren gemeldet. Deshalb vermute ich jetzt mal, wird er jeden Moment kommen. Aber wir kennen es ja, hier sind die Züge ein bisschen langsam. Ich weiß auch nicht warum. Ja, okay, eigentlich schon, weil die Kurven und die Steigung, das erklärt einiges. Obwohl die Rola gerade gut Gas gegeben hat, also muss man sagen. Ja, sehr schön auf jeden Fall, die Rola. Schade, dass die heute keine Sonderlok drauf hat. Normalerweise, beziehungsweise oft, wenn ich hier bin, hat die Rola irgendwelche Sonderlackierungen und so weiter. Heute aber nicht. Ich dachte schon, der kommt gar nicht mehr. Eurocity von Verona nach München. Kaum ist der Eurocity da gewesen, kommen die Güter schon, auch wenn auf der falschen Seite, aber naja. Taurus und Vectron ÖBB Richtung Brenner. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Spot wechseln. Also eigentlich sollte das jetzt eine S-Bahn sein, aber das wird dann doch die Rola vom Brenner Richtung Würgel. Wundert mich jetzt ein bisschen, weil eigentlich sollte da eine S-Bahn direkt hinter dem Eurocity sein, weil die S-Bahn verspätet ist, eben weil sie den Eurocity Vorfahrt gemacht hat. Der Eurocity ist nämlich um 27 oder sowas im Brenner angekommen und um 36 abgefahren. Der Regio sollte um 33 abfahren vom Brenner, immer Richtung Innsbruck. Ist er eben aber nicht, weil er hinterm Eurocity ist. Der Eurocity hat Vorfahrt und jetzt ist hier die Rola eben dazwischen gekommen. Dann ist der Regio halt noch ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich wie beim anderen Zug, der überholt worden ist von der Rola auch, beziehungsweise die Parallelfahrt gemacht haben. Die Rola hat das Terminal einfach nach dem Brenner und die sind zugleich abgefahren und die Rola ist einfach zuerst auf der vollen Strecke als der Regio. So, da ist er, die S-Bahn. Eine schöne Doppeltraktion. Ah, das ist die von vorhin wahrscheinlich. Es passiert mal wieder nichts, das ist immer wieder typisch Regio-Krankheit. Sobald ein Regio da ist oder ein Eurocity, sind alle anderen Züge da, Güterzüge und so. Und jetzt ist nichts da, jetzt ist mal planmäßig kein Regio, der kommt erst wieder in 20 Minuten Richtung Brenner. Jetzt ist tote Hose. Schon wieder, ich habe gerade gemerkt, dass nichts kommt, jetzt kommt was.
So langsam geht die Sonne weg. Die ist zwischen den Bergen. Und jetzt wird es langsam ein bisschen, ja, mau. Es kommt nichts, es geht nichts. Jeden Moment müssen wir den Regio Richtung Innsbruck haben. Jetzt kam seit dem letzten Zug, ja, Viertelstunde nichts. Fühlen tut sich natürlich an, als wäre es länger. Aber wenn man hier nichts zu tun hat, dann geht das mal schnell. Ich werde dann gleich mal rüber Richtung Bahnhof, warte hier noch die S-Bahn ab. Vielleicht ist dahinter noch ein Regio oder ein Güterzug oder es kreuzt sich ein Güterzug. Eurocity müssten wir auch noch irgendwie mitbekommen. Wow, wie schön ist denn bitte das Licht gerade? Schade, dass genau jetzt so wenig Züge kommen. Naja, mich wundert es ein bisschen, beziehungsweise ich finde es toll, dass die Talents jetzt alle modernisiert sind in der neuen Lackierung und alles, weil ich die neue Lackierung echt schöner finde als die alte. Da haben wir wieder was, eine Rola. Also ich bin echt froh um diese Rola-Dienste, weil ohne die wäre es echt ein bisschen langweilig. Hier stehen wir jetzt wieder Richtung Bahnhof und ich gehe da auch gleich rüber. Boah, ist der Zug laut, meine Güte. Ah, das ist wieder, ich wollte sagen, das ist wieder die Leere, aber klar haben die da die Laster umgetauscht. Naja. Hier sieht man die Steigung auch nochmal, man kann gut in die Wagen reinsehen. Hier die Lok nochmal, hinten die Vectron dran. Eben manchmal ist hinten eine Taurus dran, manchmal ist hinten eine L44 dran, das hatten wir auch schon mal in einem Vlog. Also alles möglich. So, ihr seht jetzt wieder ein bisschen verpixelt im Bahnhof. Ah, schön. So. Darauf habe ich jetzt noch gewartet. Ah, langsam wird es auch ein bisschen kalt. Was heißt kalt? Es ist nicht mehr warm, sagen wir es so. So, wir sind jetzt hier am Bahnhof. Mensch, die Kamera ist ja mal wieder aktiv. Ich habe hier Schnee gefunden, Leute. Auf dem Bahnsteig ein Patzen Schnee. Super schön. So, hier haben wir den Bahnhof. Hier hatten wir auch schon mal Videos. Ja, und somit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Schnee haben wir jetzt auch gesehen, dann haben wir ja alles erreicht. Und ja, gleich kommt mein Regio und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, macht's gut und ciao.